Yo, willkommen zurück zu Let's Play Chrono Cross hier mitten in einem Kampf gegen einen Außerirdischen. Gigantisch groß ist er, er hat schon viel eingesteckt und er will noch nicht aufgeben. Aufgeben wollen wir allerdings auch nicht, nicht wahr, Werteste? Milli Vanilli. Hallo. Wir sind jetzt so, wir haben jetzt schon zu viel reingepumpt, um aufzugeben. Ja, definitiv. Der will aber auch noch nicht mal sich so ein bisschen krümmen oder sonst viel was. Mensch, das macht mir ein bisschen Angst. Aber vielleicht wird Lurkers Longshot hier aushelfen. Mal gucken. Er kommt zu schnell. Ja, er hat so vorgetäuscht, der Arsch. Ja, Wahnsinn. Das gibt's doch nicht. Er muss doch sich so langsam aber sicher mal hier denken. Oh nein. Ja, er sieht knuffig aus, aber... Er macht uns das Leben schwer. Gravity Blow. Komm, er ist weißes Element, das muss ihm wehtun. In ja Kugelface. Peng. Kabums. Ui. Da fliegt er auf seinen Heimatplanet. Ah, ne, nicht ganz. Hier ist natürlich super viel Schaden gemacht. Das ist schon noch eine Scheiße. Es ist halt wirklich so ein bisschen, er kann uns nicht töten, wir können ihn nicht töten. Ja, es ist ein bisschen an. Ein endlos langes Unterfangen, ja. Es sei denn, er tut jetzt Fenners weh. Fenners ist so ein bisschen so Küken. Merkt man immer wieder. Der, wenn jemand... Wieso zweimal? Hallo, geht's? Ja, was soll denn das jetzt? Jetzt rastet doch mal aus. Das geht ja mal gar nicht. Dann geht's nämlich nicht mehr, dann macht er nämlich schon mehr Schaden. Ja, ja, ich merk das schon. Der macht so. Der macht das Feld weiß. Wir müssen es unbedingt verhindern. Ja, wir könnten ja ein Wetpaint machen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Wie es kommt jetzt weiß. Dann ist, ne? Bisschen peinlich und. Was haben wir denn Schönes? Es wird. Rot. Ja, das ist ich gern. Ja, mal gucken. Und jetzt eine Summon, ne? Und wir haben keine. Nee, ich glaube nicht, ne? Also jedenfalls nicht für Rot. Wir haben ja den Frog Prince, aber wir haben ja aber schon nicht ausgerüstet. Nee, bei denen jetzt gerade nicht, ja. Mensch, unsere Elemente sind jetzt langsam aber sicher leer. Aber jetzt krümmt er sich. Immerhin. Oh, hier hätte ich einen Helm. Oh mein Gott. Ah, ja, ich habe voll Mitleid mit dem. Ja, ne? Bestimmt schon voll Kopfschmerzen von uns. Aber es rennt ja auch so wie ein Psycho auf uns, nur wegen diesem Star-Fragment. Der wollte doch nur das Sternfragment. Er hätte doch uns einfach fragen können. Aber nö. Das hat er nicht gewollt. So. Aber vielleicht können wir noch mal heilen. Ich glaube, so für Fennis wäre das ganz geil. Ja, du hast recht. Kurz am Ende noch abnippelt und dann nichts von der geilen Erfahrung kriegt. Absolut, ja. Da muss Lurker sich mal drum kümmern. Recover all. Fennis ist eigentlich der Einzige, der es braucht, aber egal. Hier auf Nummer sicher gehen. So, der kann jetzt echt nicht mehr viel haben. Jetzt kommt noch ein... Was? Ein Radiation? Radiation. Okay, das klingt gefährlich. Oh, das sieht doch. Oh, nö, das. Was ist das denn? Aber es sah mega cool aus. Ja, es hat doch gleich. Raus, Kumpel, sah mega cool aus. Hat auch gleich zwei weiße Felder gemacht. Ja, gut. Ja, ne, das eine ist von uns durch das Recover All. Ach so, ja, stimmt ja natürlich. Dann einfach ein Igel-Ei nochmal. Es ist Wurst. Hauptsache. Ja, ja, Hauptsache irgendwas. Hauptsache nicht weiß. Ach, das ging wieder. Ach ja, genau, das wäre ein Buff. Okay. Ja, meinetwegen. Komm schon. Und er hatte, glaube ich, auch noch irgendwas Schwarzes. Hier dieses Imbissseil. Was ist denn das? Ich glaube, das war ein Buff. Turn Black. Ja, wir gucken nochmal. Temporary. Ja, Increase. Decrease, okay. Nee, das bringt es jetzt eigentlich nicht so. Ich mach aber Magie vielleicht? Ich meine, wenn der hier mit Radiation kommt, ich meine, der zieht jetzt zwar sowieso nicht so viel ab, aber. Ja, ich werde eher gucken, dass der jetzt mal stirbt, ja. Hier. Oder aufgibt. Aufgeben wird mir schon reichen. Ja. Na komm. Erstmal mal schauen. Das ist ein braves Alien. Ja, total. Der widerstandsfähige Alien. Unfassbar, ey. Der bringt uns hier richtig an die Grenzen. Aber es ist mal ein cooler Kampf, so, der halt mal ein bisschen länger geht und so. Und ja. Wo es halt auch von beiden Seiten her relativ ausgeglichen ist halt. Finde ich auch, meine, das ist halt sein Pech, dass wir halt zu dritt sind und somit halt mehr Schaden austeilen können. Ja, das stimmt. Ich meine, drei von den Aliens würde ich jetzt ungern hier haben. Oh Gott, nee. Dann würden wir bis morgen noch sitzen. Ja, der reicht mir definitiv. So, kannst du noch irgendwas machen, alter Mann? Ja, hier, Baschhacker plus 4.
klingt cool. Hau einfach mal raus. Üppchen. Mach ihn fertig. Kabums. So, und jetzt hier an. Der will nicht sterben. Der will das Star Fragment down. Oh, mir gibt doch so ein Metroid, ey. Pow, push, boom, 4. Das wird immer mehr. Wahnsinns, Metroid. So, komm schon. Es ist so ein bisschen wie diese Attacke von Vivi, ne? Der kann ja auch Meteorit. Und bei ihm ist es ja immer so Zufall, ob der überhaupt einschlägt. Und wenn er einschlägt, wie viel Schaden der macht. Ja, stimmt. Na gut. Ach, Mensch. Jetzt war ich da noch raus. Da legt er sich hin. Ja, Mensch. Alien besiegt. Und dann kriegen wir dafür einen Stern. Das müsste ich ja brauchen. Oh, nö, kriegen wir was, nicht. Nee? Was? Aber wir kriegen dieses... Nee, wir kriegen Magnegate. Okay. Das ist wahrscheinlich Magie-Nikion. Klingt danach. Guck, da ist er. So, the real body of the monster was this small? Na, was stand da oben? Dark Fragment Mine! Oh, wie süß! Oh, ist so süß, ne? Oh mein Gott! Catch him with the X-Fachen, oh Gott. Ja, okay. Komm her! Nein! Ich hab schon gedrückt! Oh, lass ihn nicht wegrennen! Niemals! Hast du ihn getan? Ey, ich hab dich doch schon. Ja, jetzt aber. Na. Mysterious Creature. Starkey shocked. Starkey got carved. You win. Ach, die Starkey. Who are you? Starkey comes from far away stars. But Starkey's ship far from sky. Star Fragment is Starkey's ship fragment. Oh. The ship turned to fragments after crash. So that's why you were collecting fragments. If you're lucky, your ship might still be intact in the other world. Oh, stimmt. Really? Whoopee! Starkey will come with you! Yay! Wir haben außerirdisch in der Gruppe. Starkey! Starkey joined your party! Ja, sehr schön. Oh, Mensch. So, vorsichtig. Nicht wieder den letzten Fehler machen. Hier, schön aufs Change. Genau. Ja, wen haben wir denn noch? Wer will denn außerirdisch sein heute? Vielleicht der Marcel. Das ist eine gute Idee, ja. Könnte natürlich auch einen Gary nehmen. Der Gary, ja. Und dort einen Tyrant, was natürlich echt cool wäre. Meine Schwester hat damals auch ihren Zwerghamster Tiger genannt. Ja, der Tyrant. Ja, nehmen wir doch den Tyrant, komm, ja. Der Tyrant fortan. Unser Außerirdischer. Der nach Hause möchte. Ashman das und sein Schiff zusammensammeln muss auf der ganzen Welt. Wunderschön. Tea. So, ja. Passt auch schön rein. Das ist super. Das ist so fantastisch. Der Tyrant. Ja, auch ein guter Moment, die Gruppe zu wechseln. Natürlich nehmen wir jetzt Tyrant mal rein. Weißes Element, schwarzes Element. Den haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Was ist Norris? Norris haben wir auch gar nicht, ne? Oh, Norris, oh, Gary. Mal. Gary ist Norris. Wir vergessen es. Ach ja, genau, Gary. Ja, ja. Ach ja, stimmt. Wir haben ja diesen Namensfehler gehabt, ne? Ja. Wir haben ja Gary schon in der Gruppe. Ja, das ist Gary. Genau. Stimmt. Mensch. Ja. Ich würde sagen, bleiben wir Harley wieder. Aber es ist halt immer so ein bisschen complicated, weil sie ja, ja auch schwarz ist. Ich würde sagen, ja doch, dann lassen wir erstmal den Mama Gary, so. Gary drin. Gucken, was die drauf haben. Mein Gott, ist so niedlich. Gary. Oh, wie uns nachläuft, wie süß. Oh, wie trollig, ey. Das ist so süß. Ich kann nicht. Tyrant und Gary. Was für eine Gruppe. Sehr schön. Guck mal, was auf den Element. Ach nee, er ist Element weiß, ne? Also, ja. Das ist super. Dann haben wir weiß, blau und schwarz. Na, schön. Oh Gott, das ist so süß. Echt trollig. Wir haben ein Alien. Ach, gleich mal ausrüsten. Stimmt. So,
gehen wir mal in die Elemente rein. Das Avatar allein ist so süß. Oh, er hat aber ganz schön viele Element-Slots. Ja, nicht schlecht. Natürlich werden wir seinen speziellen auch ausprobieren. Starlight und da hinten ist noch Starbust. Starlight, yes, Doktor. So, wo sind die weißen Sachen? Da haben wir. Ah, ne, das sind die Buffs. Mal gucken, was haben wir sonst noch so? Tornado. Purify, removes all. Oh, das ist natürlich schön. Das ist sehr schön, aber das muss nicht unbedingt da hinten rein. Das funktioniert auch bestens in den späteren Dingern. So. Genau. Es könnte rein theoretisch auch im Minus sein, weil. Recover all, das ist auf jeden Fall Foto rein. Machen wir auch mal rein. So, was haben wir denn da noch so? Metroid, klar, rein damit. Und. Ah, hier, temporarily nullifies false magic attacks. Hm? Ja, das können wir mal reinnehmen. Oh ja, das haben wir sogar zweimal schon. Okay. Photon Beam. Photon Beam muss mindestens da rein, dann kommt es ruhig hier hin. So. Magnify. Ah ja, dem Element Damage. Mhm, klingt gut. Wie ausdruckslos und trotz dennoch ausdrucksstark. Tyrant guckt. Ja, ne? So, Turn White, kommt doch da hinten mal rein. Jo, also ich würde sagen, dass wir noch so ein bisschen anderes Zeugs reinmachen, weil. Ja, ne? Mhm. Ist immer nicht so gut, wenn. Also, es ist zwar gut, wenn sie viel ihre eigenen Elemente haben, aber wenn sie dann halt nur die Elemente haben und wir halt gerade einen Gegner treffen, der gerade stark gegenüber das Element ist, dann ist natürlich ein bisschen. Ja, dann wäre es ziemlich sinnfrei, deswegen muss ich ein bisschen noch mischen, so. Aquabeam, ja, komm, mach noch ein bisschen was da rein. Dann noch was Rotes. Ja, Inferno, warum nicht? Oh ne, obwohl Inferno ist ziemlich hoch. Warte ich doch lieber. Was haben wir hier? 19 Meteorite. Curl natürlich, sowas kann nie schaden. Ups, jetzt habe ich was rausgenommen, was ich nicht wollte. Was? 99? So. Unter Photon Ray. Nochmal. Ist doch rausgekommen. Okay, nochmal. Mhm. Diese Buffs benutzen wir eh nie. Whiteout, Purify. Ach ja, genau, das haben wir hier schon. Gut, reicht. Mhm. Cover all. Hammer. Hier ist schon zweimal drin. Das reicht auch vollkommen. Photon Rain, genau, das haben wir aus der Szene rausgenommen. So. Ja, okay. Dann reicht das eigentlich erstmal noch hier noch was Grünes. Komm, nimm. Nee, minus 3, das können wir doch so nicht lassen. Das ist ja furchterregend. Eagle Eye, was bringt das eigentlich? Bomb Parts, Enemy with an extra powerful laser. Ja, okay. Aber es ist so gut anscheinend. Es ist, ja, auch da ist es noch minus 1. Hm. Na gut, lassen wir es erstmal so. Was haben wir denn bei Gary so drin? Gucken. Haben wir da überhaupt schon was reingemacht? Nö. Der ist auch noch total unbenutzt. Voll nackt und so. Mann, Gary, bleib hier. Chip and Dale hier. Was hat der nochmal für eine. Gelb, okay. Ja. Achso, okay. Ist gelb, das kann ich blau. Mhm. Ich muss einfach von den Farben der Charakter manipulieren. Spiral Ray und da. Die noch gar nicht drin, ne? Sunshower. Nee, anscheinend nicht. Sunshower sagt mir alles nix. Hm. Ja, dann wird es höchste Zeit, den mal auszuprobieren. Sorry, Gary. Ja, wird Zeit. Aber war halt echt eine Welle, wo dann die neuen Charaktere kamen, ne? Das, da muss man halt erstmal die Zeit sich nehmen. So, aber jetzt ist der große Moment für die gekommen. Ich meine, zwei neue. Knackige Charakter. Aber ich würde trotzdem mal sagen, dass wir den Frog Prince mal reinklatschen. Einfach nur, weil wir können. Genau. Ja, vielleicht ergibt es sich ja mal, dass wir den beschwören können. Aber only if in it color blue. Das ach so, ach, kann das nicht aus. Also ist es bei 99 dann genauso. Ja, Okay. Ist ja voll bar. Wir haben total wenige gelbe. Krasse. Ja, dann mischen wir ihn halt einfach. Das ist ja, nicht... werden wir tun. Electrobolt, genau. Der Rest ist eher langweilig. Okay, dann werden wir jetzt mal
Noch ein bisschen Heal-Zeug reinmachen, da. Ja, komm, was Blaues. Was Grünes. Heal all. So, ja, gut. Haben wir schon drin, haben wir drin. Lassen wir es erstmal so. Na gut, sollen sie mal zeigen, was sie können, die beiden. Mal gucken, wie viel Zeit wir noch haben auf meiner schlauen Uhr. Ja, wir haben noch schön viel Zeit. Wir sind jetzt die Hälfte des Partes hier. Da können wir noch was anreißen. Okay. So. Haben wir mit dir schon gequatscht? Ja, bestimmt. Ja, mit allen. Ja. Ups, da geht's gar nicht raus. Okay, ja, dann nach diesem kleinen Zwischenstopp, der sich richtig gelohnt hat, können wir mal gucken, ob es noch irgendwo einen kleinen Zwischenstopp gibt, bevor es dann endgültig mal mit der Story weitergeht. Das ist so krass. Aber glaubt uns, wenn es erstmal losgeht, dann so richtig und dann wird uns auch so schnell nichts mehr aufhalten, glaube ich. Ist halt gerade am Anfang so, Welterkundung und so muss halt sein. Also, nochmal zur Erinnerung, wir müssen ja immer noch dahin, nach Mabul. Dead Sea kommen wir nicht hin, das ist ja eigentlich unser Ziel, aber ne, genau das wollen wir ja wissen, wie wir da hinkommen. Dann haben wir, da waren wir das letzte Mal, da war ja auch nichts Neues, genauso wie da. Ich glaube, wir waren jetzt überall, ach ja genau, wir waren dann bei den Piraten, die nicht mehr ganz so ganz piratisch drauf waren. Dann waren wir hier schon im... Ja, da waren wir ja schon. Da sind wir aber, glaube ich, nie weitergekommen. Da war irgendwas. Da drin waren wir aber auf jeden Fall schon. Und ja, Mensch, dann sind wir ja fast gezwungen, weiterzumachen mit der Story. Ja, dann können wir nach Mabul. Wir waren überall. Schön! Ja, Mensch, haben wir uns ja auch langsam verdient. Gucken wir mal, was da so abgeht. Wir haben ja schon ein bisschen was Bedrohliches gehört zum Teil. Mal schauen. Wie es hier aussieht. Mabul. Ich renne jetzt so auf der Insel um. Ach, da. Wahrscheinlich da, ja. Oh, was ist denn das für ein Ding? Oh ja, siehst ja, dass das Mabul von Viechern überrannt ist. Aha, die sehen ja interessant aus. Man kann aber nichts mit ihnen tun. Okay. Interessant. Oh, hier hört die Musik auf. Was ist hier los? Hallo? Wirkt sofort bedrohlich, weil die Musik aufhört. Aber nein, hier ist nichts gerade. Da geht gerade gar nichts. Okay. Wird vielleicht noch wichtig. So, was mit dem? Hey, I didn't expect any visitors in this deserted village. Ja, es scheint total leergeräumt hier zu sein. Hier ist ja gar nichts mehr. Was uns natürlich dann halt sagt, wenn wir hier nichts reißen können, dass wir dann noch... Obwohl... Entschuldigung. Okay. Hatten wir das Pendant schon wieder? Weil ich wollte gerade vorschlagen, dass wir halt dann die einfach mal die Welt wechseln, aber ich dachte, wir hätten das Pendant noch gar ging nicht. Das ging aus irgendeinem Grund nicht, ne? Ja. Oder ging das doch? Oder haben wir das schon wieder? Ich meine, das ging nicht. Der große Entdecker Toma, den gab es auch in Chrono Trigger. Hey, what's up, guys? Did you come here just to see the great explorer? Just kidding. Du musst gleich wieder an Tyron denken. Na, 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 na. Genau. Schon wieder ab nach Kaunis. Bester Kampf ever. Ja, das war was. Ah, schon wieder so. Was ist mit den Viechern hier? Warum sind die durchsichtig? Ja, irgendwie sind sie nicht so richtig da, ne? Ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Auch hier ist nichts für uns. Tja, das ist wohl eine mega Flaute hier. So wirkt es zumindest bisher. Aber wir geben noch nicht auf. Wir waren noch nicht überall. Glaube ich. Aber es ist eigentlich schon schön hier, ne? Total schön, ja.
Dann lässt sich aushalten. Echt mal. So, immer schrumpelische Haut. Genau. Ich krieg voll schnell schrumpelische Haut, ne? Wenn ich so baden gehe und ja, so. Ja, das geht ratzfatz, ne? Ich mal. Kann man da rein? Nee. Ich komm mal vor wie eine Oma. Tja, das war's hier schon. Ja, dann würde ich sagen, einfach wir gucken mal, ob wir die Welt wechseln können, weil es hieß ja auf jeden Fall, dass wir in Marvel irgendwas reißen können. Und ich meine, mit einem Alien im Schlepptau und einer mannsgroßen Katze scheinen, denke ich, lassen sie uns in das andere Marvel jetzt mal rein hier so. Wir können es auf jeden Fall probieren. Mal gucken, ob es klappt, ja. Ich meine, Gary. Ja, die Welt wechseln. Ich meine, Gary kann sich auch noch ein bisschen Bart wachsen lassen. Sieht doch echt aus wie ein Wolf. Genau. Okay, probieren wir es. Ich meine, wir. Ich weiß aber nicht. Ich meine, wir hätten das schon mal probiert. Da ging nichts. Aber wir probieren es einfach nicht nochmal. Ich weiß halt auch nicht. Ja. So, ist schon ein bisschen her und so. Können wir auch unten anlegen hier? Ich glaube schon, Bridge? Ne? Mit unserem Luftkissen-Hoverboot hier. Genau. Das geht natürlich ein bisschen schneller dann. Sehr schön. Tschu. Okay, probieren wir es einfach mal. Weißt du, eigentlich müsste es ja wieder gehen, weil es kam ja. Ich kann mich erinnern, dass wir keine Sequenz hatten, als wir gewechselt haben. Hier ist kein Zeichen und so, ne? Normalerweise blinkt es hier doch immer so auffällig. Ja, ich weiß nicht, was trotzdem. Ja, damit, ne? Mit dem Astral am Mundet. Dort, wo wir sonst immer stehen müssen. Da, ja, ja. Es tut sich was, sehr schön. Gott sei Dank. Ja. It is no use. No matter how many times we try. Nein. Oh, hier, wie er sich im Kopf hält. Let's get going. There's nothing we can do here. Oh Gott, schade. Das ist süß. So niedlich. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Er ist super niedlich, ja. Ja, ist eine gute Frage. Also unser großer Plan hier in dem Human Village, was wir erreichen, ist gescheitert. Destroyed. Dabei haben sie alle davon gesprochen, ne? Mist. Ja, mal überlegen. Wo können. Hier auf der Insel haben wir, auf der Weltkarte haben wir eigentlich alles gecheckt, ne? Da ist jetzt nichts mehr. Verdammt. Aber selbst wenn die Geschichte da unten wäre sowieso optional. Ja. Water Dragon Isle. Haben wir auch, ne? Ja, das ist. Da kommen wir nicht hin. Das haben wir erledigt. Da oben, dem Dorf, waren wir auch. Da kommen wir hin. So, da Earth Dragon. Waren wir auch, meine ich. In Hideaway waren wir. Genau. Tja, warte mal, was war das hier? Fire Show, was war denn das? Hier vom Lavadrachen die Höhle. Wo wir dann hinter zu diesem Drachentempel. Ancient Dragon Temple. Da wird jetzt auch nichts mehr sein, ne? Nee, vielleicht doch nochmal Marble. Die haben die ganze Zeit von Marbul gesprochen. Ich gehe nochmal hin. Vielleicht müssen wir ein Item. Ich weiß nicht, dieser eine Raum, wo die Musik aufhört, das kam mir so komisch vor. Weil da nichts mehr sonst war. Kann er jetzt nicht sein, ja. Ich war verarscht. Warum ist hier keine Musik? Warum ist hier gar nichts? Warum hängt eine Fledermaus? Macht mir Angst. Ja, ne? Haben wir irgendein Item, aber ich vermute mal nicht, ne? Star Fragment Glass Safety Gear. Ne? Study Big A, Ice Press. Ja, ein bisschen was, ne? Ja. Perfect Bone. Nee, die Bones sind alle für hier den Skelett. Mann. Skelly, Nee, das bringt uns gar nichts, was wir hier so haben. Glaube ich. Ja, shit, wisch jetzt ohne. Tja, Freunde, wir sind ein bisschen gerade im Unklaren. Das ist, glaube ich, zum ersten Mal so richtig, ne? So richtig. Also, das, ja. Ja, unser Plan dahin, weil die Typen da geht nichts. Nee, man merkt's ja. Man kann auch hier nicht das Astralamulett. Nee, da passiert gar nichts. Okay. Mabul. Bleibt erstmal ein Geheimnis für sich. Müssen wir vielleicht mit dem Thoma nochmal sprechen? Oh, ja, tatsächlich.
Yeah, what's up? Okay. Erstgebaute Dead Sea, das ist sehr gut. Okay, dann fragen wir uns mal durch. Mhm, fangen wir einfach mal an. Erstmal über das Dorf. Mabul used to belong to the Demi-Humans at one point. Demi-Humans were originally located up in the northern region, but after post-colonization, they were forced out of the mainland and ended up here. But their bad luck continued. Mabul, with its rich element resources, became the target of element hunters. With nowhere else to go, most of the demi-humans left the village to work on the cruise ship SS Silvis. Aha, ja stimmt, da haben wir ja einige gesehen. Mhm. They work as laborers and are treated like dirt. I feel really bad for them. Anyway, that's why you have this ghost town here. The room are still furnished, so feel free to spend the night if you're tired. Use the hut right by the entrance. Ah, okay. Also jetzt können wir wohl da drinnen pennen. Alles klar. Wenn uns das gesagt hat. Wir werden jetzt trotzdem noch die Dinger durchgehen. The Dead Sea, das ist für uns sehr interessant. The Dead Sea? Nobody would dare approach that place. I don't know the details, but I've heard that the place is cursed by the most hideous dragon. Everyone's afraid of defying this dragon god, but being the great explorer that I am, I plan to make an expedition someday. Oh, so you wanna know how to get inside the Dead Sea? Natürlich. Rumor has it there's only one way. That's door. The entrance is out there somewhere. Unfortunately, even I don't know where this door is. Let's see. Who might know? Oh yeah. Why not ask the sage aboard the cruise ship SS Sibis? Okay, langsam haben wir wieder unseren roten guck mal Faden. Hier. Das sieht man jetzt, hat man jetzt gerade nicht gesehen hier. Der Tyrant, der hat sich hinten so auf seiner. Okay. Ist niedlich auf seinem Kopf so hin und her gerollt. So. Sehr cool. Okay, dann haben wir noch über diese Monster. Oh, that's creepy monsters. I'm not too sure, but I believe that they've been here a long time. You can see them, but they have no substance. You can touch them, nor can they touch you. So there's no way to communicate. I think people call them the Black Nightmare. I guess there's like a bad dream. Maybe a song would wake them up? Just kidding. Anyway, there's nothing we can do about them. Don't worry about it. Okay, jetzt dann. Wir haben neue Location, wo wir hin müssen und so. Super. Ja, also er hat uns gesagt, dass wir hier in das diesen Raum jetzt verwenden können, um zu schlafen, einfach weil das Dorf verlassen ist, aufgrund weil halt die Demi-Humans hier mehr oder weniger vertrieben wurden. Ja, deswegen können wir ja jetzt erstmal eine Runde pennen. Und dann meinte er noch eben wegen den Dead Sea, dass wir, dass es halt nur einen Zugang geben würde, der die sogenannte Death Door, wo er natürlich nicht weiß, wo die liegt. Wäre zu schön, wenn. Ja, das wäre zu einfach. Deswegen hat er uns halt angeraten, dass wir doch bitte zu SS Selbes gehen. Vielleicht wüsste dort jemand, wo die Tür aufzufinden ist. Und das werden wir dann machen, nachdem wir jetzt geschlafen haben. Genau. Erstmal eine Runde drüber schlafen. Oh, und da passiert das. Wir hören nämlich draußen Stimmen. Ja! Und dem werden wir natürlich nachgehen. Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Da freue ich mich. Okay. So viele tolle Charakter. Ich bin ja mal gespannt. So, es ist Nacht da draußen. Wir sind alleine. Wo kommt genau. Die Stimme her? Oh. Nein. Wer bist du denn? Geweet. Ja, Mensch, eine Meerjungfrau. What are you doing up at this hour? Das könnte ich dich auch fragen, Typ. Ja, eigentlich schon, ne? Was will der überhaupt? A mermaid? Homecoming, maybe? Oh, you say she was crying?
A mermaid returns in the middle of the night crying. Actually, it could possibly be that mermaid who lost her singing voice. Kommt das nicht bekannt vor? Mermaids are known to have a beautiful voice and sing about love and happiness. But mermaids are forbidden to sing songs about holding grudges against humans. If a mermaid breaks the taboo, she will lose her singing voice. I don't blame her for all that's been happening in this day and age. You're heading to the Selby's tomorrow, right? You should get some sleep. Oh, and don't forget to give your regards to Captain Fargo when you get there. Oh, ja, das wird ganz bestimmt nicht vergessen. Fargo, baby! He can be devious, so keep an eye on him. Mhm. Komm zurück, Lieschen! Werden wir sie jemals wiedersehen? Bitte! Scheiße! The cruise ship SSL bis Fargo? Ich bin aufgeregt. Das kann nur interessant und spannend werden, aber es tut uns leid, wer der Freunde, der Party ist schon wieder voll. Wieder mal ein böser Cut an der Stelle, aber es wird weitergehen. Schon sehr bald hier. Und dann werden wir vielleicht diese Meerjungfrau wiedersehen. Und wir werden eventuell auf dem Schiff Neues erleben. Ich bin schon sehr gespannt. Ich auch. In diesem Sinne, freut euch auf das nächste Mal. Wenn es wieder heißt, Let's Play Chrono Cross.